Wahlprogramm, Spitzenkandidaten, Parteipositionen. Wer sich vor der Bundestagswahl über grüne Politik informieren wollte, wurde im Internet fündig. Manch einer bekam zusätzlich aber auch diese Videos zu sehen. Verbote statt konstruktive Ideen? Bei denen piept's wohl. Unter diesem Slogan übt der Blog Greenwatch Kritik. Ob zu Gender-Themen oder zur Atompolitik. Die aufwendig produzierten Videos erscheinen zwar unter grünem Logo, machen aber Stimmung gegen die Grünen und sorgen bei der Partei mitten im Bundestagswahlkampf für Verwirrung. Bei uns sind sehr viele Fragen dazu aufgeschlagen, gerade von grünen Mitgliedern, von grünen Sympathisantinnen. Was ist denn das für eine Seite und stimmt das denn und was sagen die denn da? Und also Leute, die wirklich verunsichert waren darüber, was sind denn die grünen Positionen und was ist das für eine Seite, die da so über die grünen Positionen berichtet, angeblich. Das Problem, niemand weiß, wer hinter Greenwatch steckt. Und niemand scheint dafür zuständig zu sein, etwas daran zu ändern. Der Webseite zufolge handelt es sich bei Greenwatch um eine Reaktion auf die Entwicklung grüner Politik. Angeblich enttäuschte Parteianhänger also, die Kritik üben wollen. Und das anonym. Grundsätzlich gibt es auch das Recht auf anonyme Meinungsäußerung. Und das wollen wir auch gar nicht in Frage stellen. Aber es ist eben was anderes, ob ich jetzt mich anonym irgendwo äußern möchte, politisch, oder ob ich mit sehr, sehr viel Geld eine Kampagne starte. Und das, was das Greenwatch-Blog gemacht hat, ist tatsächlich eher eine Kampagne gegen die Grünen. Und die macht die Runde. Greenwatch bewirbt seine Inhalte über gesponserte Anzeigen bei Facebook. Dort werden sie geteilt und kommentiert. Ab 2030 nur noch E-Autos zulassen? Diese körnerfressende Wollsockenfraktion ist nicht mehr zurechnungsfähig. Typisch grün, unausgegoren und dumm. Nicht nur die Grünen werden auf Greenwatch aufmerksam. Der Blog fällt dem NDR und der Süddeutschen Zeitung im Rahmen eines Projektes mit ProPublica auf. Die US-Rechercheorganisation sammelte während der Bundestagswahl politische Wahlwerbung auf Facebook. Ein Projekt in Zusammenarbeit mit tagesschau.de, der Süddeutschen Zeitung und Spiegel Online. Die Recherche zeigt schnell, Greenwatch tauchte bereits im März während des Landtagswahlkampfes in Nordrhein-Westfalen auf. Damals ist die Webseite registriert unter einer Firmenadresse mit Sitz in Malta. Das Impressum verweist zunächst auf eine Berliner Adresse. Und dann auf eine Einzelperson in Dortmund. Sebastian Schmidt, so steht es im Impressum. Über einen Anruf bei den Nachbarn wird aber klar, ein Sebastian Schmidt wohnt unter den genannten Adressen gar nicht. Weder in der Herderstraße in Dortmund, noch in der Leibnizstraße in Berlin. Nach der Landtagswahl im März werden alle Inhalte gelöscht. Greenwatch taucht aber rund um die Bundestagswahl wieder auf. Diesmal ist die Domain in den USA registriert. Das Impressum nennt erneut Sebastian Schmidt in Dortmund. Dort ist der Landesverband von Bündnis 90 Die Grünen ebenfalls der Sache nachgegangen. Wir sind es ja gewohnt, dass wir kritisiert werden. Dann wissen wir aber, das ist der politische Mitbewerber oder es gibt in der Presse Kritik, damit können wir umgehen. Aber hier wussten wir nicht, wer das ist und wer uns aus dem Hinterhalt da sozusagen angreift. Die Grünen in NRW und in Berlin wenden sich an Facebook. Sie machen auf die Verletzung der Impressumspflicht aufmerksam. Deren Antworten unbefriedigend. Facebook hat uns auf ein Persönlichkeitsrechte-Formular verwiesen, sozusagen, wenn jemand in seinen Persönlichkeitsrechten getroffen ist. Ansonsten hat Facebook unserer Meinung nach nichts dagegen unternommen, dass diese Werbung dort weiter ausgespielt wird. Die Antwort von Facebook war, dass sie das nicht überprüfen können. Was mich schon sehr überrascht hat, weil die werden ja einen Kontakt zu dieser Seite haben. Schließlich schaltet die Seite sehr viel Werbung und investiert sehr viel Geld in Facebook. Zapp will bei Facebook in Berlin nachfragen. Man gibt uns aber kein Interview vor laufender Kamera, stattdessen eine schriftliche Antwort. Gefälschte Profile auf Facebook sind grundsätzlich verboten. Aber genau das ist bei Greenwatch der Fall. Wieso Facebook auf die Beschwerden der Grünen nicht weiter reagiert hat, erklären sie nicht. Man kommentiere keine Einzelfälle, heißt es. Und weiter? Wir haben gut funktionierende Prozesse, um mit Beschwerden bezüglich Aktivitäten auf unserer Plattform umzugehen und arbeiten mit Strafverfolgungsbehörden zusammen, wo dies relevant ist.
Für Bühning eine Farce. Schließlich hatte Facebook noch im März in ein Berliner Fünf-Sterne-Hotel geladen, dort alle Regierungsparteien informiert, man wolle dazu beitragen, dass der Wahlkampf auf eine faire und demokratische Art ausgetragen wird. Man sei sich der besonderen Verantwortung als Plattform in diesem Zusammenhang bewusst. Also ich finde, wenn Facebook dann, wenn es solche Anzeigen kriegt, einfach nicht bereit ist zu handeln und sich zumindest zu bemühen, was zu tun, finde ich, sie werden der Verantwortung nicht gerecht. Die Bundesgrünen legen Beschwerde bei der Landesanstalt für Medien in Nordrhein-Westfalen ein. Diese fragt beim Einwohnermeldeamt nach. Erhält die Antwort, ein Sebastian Schmidt sei nicht eindeutig ermittelbar oder es liegt eine Auskunftssperre vor. Eines der Hauptprobleme bei Rechtsverstößen im Netz ist, dass wir die Täter nicht finden. Und die sind aber findbar, wenn man an diese Informationen rankäme. Wer hinter Greenwatch steckt, weiß also nur Facebook. Die aber geben keine Informationen weiter, auch nicht an die Landesmedienanstalt. Laut Gesetz müssen sie der Behörde auch keine Auskunft geben. Insofern, glaube ich, haben wir hier eine relativ klare Lücke, wo man sagen muss, diese Lücke könnte man schließen. Das würde uns als Medienaufsichtseinrichtung es deutlich vereinfachen, die entsprechenden Normen, die das Medienrecht vorsieht, auch durchzusetzen. Dafür müsste der Gesetzgeber tätig werden, zum Beispiel auch auf Initiative der Grünen. Solange das nicht passiert, kann Facebook viel von Verantwortung reden, ohne tatsächlich handeln zu müssen.